Ja, wie immer ein Urlaubspost vom schönen Miami Beach. Richtig geil, richtig hell, der Sandstrand ist genial. Aber ich habe ja das Buch gelesen, Miyamoto Musashi und die fünf Ringe, nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Buch lese. Es ist wirklich ein großartiges Buch, ich kann es jedem empfehlen. Und ich möchte mal kurz was vorlesen. Und zwar, wenn der Vorarbeiter seine Männer kennt und sie überlegen einsetzt, wird die fertiggestellte Arbeit von guter Qualität sein. Der Vorarbeiter muss die Fähigkeiten und Grenzen seiner Männer berücksichtigen, sich stets unter ihnen bewegen und keine unnötigen Fragen oder Forderungen stellen. Er sollte ihre Moral und geistige Einstellung kennen und sie, falls nötig, ermutigen. Diese Regeln gelten ebenfalls für die Kampfkunst. Unglaublich! Im 16. Jahrhundert hat man verstanden, wie man Menschen führt. Einmal Vorarbeiter, das ist der Vergleich mit gewerblichen Arbeiten, aber auch mit der Kampfkunst, mit dem Krieg. Dass wenn die Moral der Leute runtergeht, dass sie keinen Bock haben, dass sie desertieren, dass sie abhauen. Und wenn wir uns überlegen, im 16. Jahrhundert haben die das herausgefunden und heutzutage haben manche Firmen das doch immer nicht verstanden. Ne? Deswegen einfach mal drüber nachdenken oder dieses Buch lesen.